Namaste. Ich zeige euch heute eine Übungsreihe, eine Übungsfolge, die anschließt an die Sonnengröße Surya Namaskar A und B aus dem Ashtanga Yoga und an die stehende Sequenz. Idealerweise wärmst du dich ein bisschen auf mit ein paar Sonnengrößen, machst ein paar stehende Haltungen und kannst dann diese Übungen im Anschluss machen. Komm in eine bequeme Haltung, in eine einfache Haltung oder in einen für dich bequemen Sitz, um hier erstmal für den Moment anzukommen. Setz dich aufrecht hin, bring Länge in die Wirbelsäule. Vielleicht nimmst du noch ein Kissen oder einen Block, setz dich leicht erhöht. Bringst die Schulterblätter nochmal zusammen, holst die Schultern nach oben, hinten. Bringst dann die Hände ins Gyan Mudra, Daumen, Zeigefinger berühren einander. Du legst die Hände auf die Oberschenkel, die Handflächen zeigen nach unten für Erdung. Dann schließ die Augen für einen Moment, bring den Fokus auf den Punkt zwischen den Augenbrauen und atme durch die Nase nochmal tief ein und durch den Mund aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Aktiviere dein Nabelzentrum, aktiviere den Nabelpunkt, aktiviere den Beckenboden, spüre deine Sitzknochen, spüre die Verankerung über die Beine und dann atme ein und dehne dich nochmal aus, füll dich ganz, schieb die Kopfkrone Richtung Decke. Atme aus durch die Nase. Entspann Gesicht, Kiefer, Schultern. Kipp das Becken mehr nach vorne. Aktiviere den Nabelpunkt. Schieb die Sitzknochen in den Boden. Atme ein, zwei, drei, vier und aus. Zwei, drei, vier. Nochmal ein. Und aus. Reib jetzt die Handflächen aneinander. Bring die Hände ins Anjali Mudra, Daumen ans Brustbein. Ein für ein gemeinsames Om. Meine tägliche Yoga-Praxis mir helfen, physische, emotionale und mentale Blockaden zu lösen. Atme ein, heb den Kopf, öffne sanft die Augen, löse die Haltung für die erste Übung. Dandasana, streck die Beine aus und setz dich vielleicht nochmal erhöht auf Kissen oder Block. Ansonsten schiebt das Sitzfleisch weg von den Sitzknochen, dann da ist der Stock. Du streckst die Beine, du ziehst die Zehen zu dir ran, setzt die Hände, vielleicht hast du auch einen Block oder zwei dicke Bücher. Nimm die Hüftknochen auf den Boden und dann atme erstmal hier ein. Und aus, ausatmen, aktiviere den Nabelpunkt, dann pump drei Finger unterhalb des Bauchnabels und aktiviere den Beckenboden, Mula Bandha. Aktiviere Mula Bandha und schieb die Sitzknochen in den Boden. Nochmal so ein und aus. Zwei, drei, vier. Mit der nächsten Einatmung für Paschimottanasana. Atme ein, nimm die Arme über die Seite. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Du beugst vom Becken, von der Hüfte aus und dann greif, was du greifen kannst. Vielleicht erreichst du die großen Zehen und dann atme ein, bring nochmal Länge in den Rücken. Atme aus, geh in die Vorbeuge, soweit es dir möglich ist. Der Fokus, das Drishti, der Fixpunkt, sind hier die großen Zehen. Ganz lange Wirbelsäule vom Steißbein bis hoch zur Kopfkrone. Einatmen
und ausatmen. Du ziehst mit den Händen an den Zehen und gleichzeitig drückst du die Zehen in die Finger. Etabliere Ujjayi, den Meeresrauschen Atem, wenn du damit vertraut bist. Dehne hier deinen Lebensnerv, die Rückseiten der Beine. Ausatmen nochmal. Tief. 2, 3, 4. Mit der nächsten Einatmung heb den Oberkörper an, Arme neben die Ohren. Ausatmen. Setz die Hände wieder. Setz die Hände ein bisschen hinterm Gesäß auf. Die Finger zeigen nach vorne. Zwei Varianten. Entweder von hier einatmen, ausatmen. Heb das Gesäß an. 3 Atemzüge hier. Alternativ stell die Füße auf. Einatmen hier, ausatmen. Heb das Becken an. Atme ein. 2, 3, 4. Und aus. 2, 3, 4. Wenn du magst, dann lass den Kopf nach hinten sinken. Nochmal ein hier. Und aus. Letztes Mal ein. Ausatmen, bring das Gesäß zurück zum Boden. Löse die Haltung. Die nächste Übung. Ardha Bada Paschimottanasana. Ardha Bada, der halbe gebundene Lotus, beziehungsweise wenn du in den Lotus kommst, kannst du den Fuß in den Lotus bringen. Ansonsten winkel den rechten Bein an. Zieh nochmal das Sitzfleisch von den Sitzknochen. Atme ein, heb die Arme neben die Ohren. Ausatmen, komm nochmal in die Vorbeuge. Greif wieder, was du greifen kannst. Vielleicht erreichst du die großen Zehen. Vielleicht kannst du sogar mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk greifen. Noch 3 Atemzüge hier. Zieh dich in die Länge und mit jeder Einatmung dehn dich aus und füll dich ganz. Und ausatmen, gib ab, ganz hingebungsvoll. Trishti ist der große Zeh, wenn deine Augen geschlossen sind. Schau auf den Punkt zwischen den Augenbrauen und beobachte und lenke den Fluss deines Atems sehr gut ein. Und aus. Einatmen, heb den Oberkörper wieder an. Arme neben die Ohren. Ausatmen, lass die Arme sinken. Stell den rechten Fuß auf. Und dann für Marichasana C, heb den linken Arm und dann umarm mit dem linken Arm das rechte Knie. Setz die rechte Hand hinter das Gesäß und dann schieb dich weg. Komm auf die Fingerspitzen vom Boden. Mit der Einatmung mach dich ganz lang. Mit der Ausatmung dreh dich auf. 2, 3, 4. Massiere hier ganz wunderbar deine inneren Organe. Einatmen. Länge. Ausatmen. Dreh dich auf. 2, 3, 4. Letztes Mal hier ein und aus. Einatmen, dreh zurück zur Mitte. Ausatmen, lass die Arme sinken. Heb jetzt beide Beine für Navasana. Eine kurze Runde Feueratem, Kapalabhati. Hier pumpst du den Nabel. Du kannst hier sitzen, die Hände in den Kniekehlen oder die Arme an der Seite. Schau, dass der Rücken ganz lang bleibt, dein Gesicht entspannt. Atme ein zu Beginn.
aktivier den Nabelpunkt, Uddiyana Bandha, Beckenboden, Mula Bandha, Nacken, Niyalanda Band, Kinn leicht Richtung Brustbein. Ausatmen, lösen, löst die Haltung. Streckt das rechte Bein jetzt, Ardha Baddha Paschimottanasana, winkel das linke Bein an. Wenn du in den, wenn du binden kannst, wenn du kommst in den halben Lotus, entweder bleib hier oder greif mit der rechten Hand den linken Zeh. Okay, ich zeige nur die Varianten. Einatmen, kreier Länge, ausatmen in die Vorbeuge. Greif, was du greifen kannst, in deiner Variante. Und dann komm in die Vorbeuge hier. Ein, zwei, drei, vier und aus. Blick Richtung großer Zeh. Das Bein ist ganz lang. Der Großzehballen, der schiebt nach vorne. Letztes Mal hier ein. Und aus. Einatmen, heb den Oberkörper an. Lass die Arme sinken, stell das linke Bein auf. Heb den rechten Arm und umarme mit dem rechten Arm das linke Knie. Dann setz die linke Hand hinter das Gesäß und dann dreh dich auf nach links. Für drei Atemzüge hier. Vorderer Fuß geflext. Bring Länge in die Wirbelsäule. Ausatmen, dreh dich auf. Massiere die inneren Organe. Bring deine Wirbelsäule aus wie ein nasses Handtuch. Mobilisiere die Wirbelsäule. Und dehn dich aus mit jedem einzelnen Atemzug. Einatmen, dreh zurück, Arme neben die Ohren, ausatmen, löst die Hände, greif wieder in die Kniekehlen für Navasana, das Boot, die zweite Runde. Feueratem hier, durch die Nase ein und aus und ausatmen, pumpst du den Nabel nach innen und oben. Atme ein zu Beginn. Mal ein, halt den Atem, aktivier den Nabelpunkt, aktivier den Beckenboden, Kinn Richtung Brustkorb, lange Wirbelsäule. Und ausatmen, löst die Haltung, bring beide, bring die Fußsohlen aneinander für Baddha Konasana und bring die Fersen so nah ans Schambein wie möglich. Umfass mit den Händen die Füße, atme ein, kriege Länge in der Wirbelsäule und atme aus, lehn dich nach vorne und drück mit den Ellbogen die Oberschenkel ein bisschen nach unten. Einatmen hier und ausatmen, geh noch tiefer in die Haltung. Jede Einatmung kreiert Länge. Und jede Ausatmung ganz hingebungsvoll fließt tiefer in dein Asana, in deinen bequemen Sitz. Nabelpunkt aktiv, Beckenboden aktiv, Mulband. Einatmen, heb den Oberkörper an. Jetzt bring dieses ganze Paket ein bisschen weiter nach vorne und öffne deine Füße wie ein Buch. Einatmen hier und ausatmen. Bring die Kopfkrone in die Füße, in die Fußsohlen.
Atmung, richte den Oberkörper wieder auf. Für die dritte Runde Navasana, dritte Runde Feueratem, komm nochmal in dein Boot. Entweder bist du hier oder die Arme an die Seite oder du streckst die Beine und streckst die Arme. Deine Variante, atme ein für den Feueratem. Aktiv, Mula Bandha aktiv, Jalandhara Bandha, Kinn Richtung Brustbein. Und ausatmen, greif in die Kniekehlen. Achtung, noch nicht die Haltung lösen. Greif die großen Zehen. Upavista Konasana. Kona ist der Winkel. Du streckst die Beine und richtest den Blick Richtung Zimmerdecke. Halt den Rücken ganz lang. Vielleicht ist es schon eine Herausforderung, hier überhaupt die Balance zu halten. Versuche, eine Position zu finden, in der du die Balance halten kannst. Dein Nabelzentrum ist ganz aktiv. Jeder Asana baust du auf aus deinem Nabelzentrum. Schultern entspannt, Beine gestreckt, wenn du kannst. Drisch die nach oben Richtung Zimmerdecke. Einatmen hier. Und nochmal aus. 2, 3, 4. Letztes Mal hier. 1, 2, 3, 4. Und ausatmen. Achtung. Löst die Haltung. Greif in die Kniekehlen. Und dann roll dich zum Liegen auf den Rücken. Wirbel für Wirbel. Komm zum Liegen auf dem Rücken und dann hier schaukel ein bisschen links und rechts, massiere den unteren Rücken, beweg den Hinterkopf links, rechts und schaukel ruhig auch ein paar Mal vor und zurück. Massiere die Muskulatur links und rechts der Wirbelsäule. Und dann leg dich auf den Rücken, streck das linke Bein und jetzt zieh das rechte Knie Richtung rechte Schulter. Wenn du magst, kannst du auch die linke Hand noch an der linken Hüfte lassen. Wenn die Augen geschlossen sind, schau auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Atme tief ein, 2, 3, 4. Aus, 2, 3. Die Schultern bleiben möglichst am Boden, Nacken lang, Gesicht ganz weich. 2, 3, 4. Greif das Knie und öffne die Hüfte nochmal. Bring das Knie, du hältst das Bein, du hältst das Knie und du öffnest die Hüfte, bringst das rechte Knie nach rechts. 2, 3, 4. Wenn du magst, dann greif den Fuß. Ergreif die großen Zehen und öffne dann die Hüfte mit dem gestreckten Bein. 2, 3, 4. Letztes Mal so. Ein. Und aus. Einatmen. Löst die Haltung. Greif, umfass wieder das Knie. Und dann bring das rechte Knie für eine Drehung am Boden nach links. Richte den Blick entgegengesetzt. Einatmen hier, beide Schultern bleiben am Boden. Spür, bring die Aufmerksamkeit, bring die Energie in die Achselhöhle, in die Fingerspitzen deiner rechten Hand.
Nochmal ein so. Und aus. Und ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung dreh zurück zur Mitte. Streck einmal beide Beine. Schüttel die Beine, schüttel die Arme. Und dann machen wir genau das gleiche auf der anderen Seite. Leg das rechte Bein ab, zieh das linke Knie zur linken Schulter. Drei Atemzüge hier. Die Schultern streben zurück zum Boden. Der Nacken ist lang, Kiefer ganz entspannt, dein Gesicht ganz weich. Nabelpunkt aktiv. Mit jeder Ausatmung aktivier Mula Bandha. Mit der nächsten Ausatmung greif entweder die großen Zehen, streck das Bein und öffne die Hüfte oder halt das Knie fest und öffne die Hüfte. Bring das linke Knie nach links. Letzter Atemzug hier, spür mit jedem Atemzug, beobachte, wie fühlt es sich körperlich an, beobachte, gibt es Emotionen, die auftauchen und beobachte die Bewegungen deines Geistes. Dreh zurück zur Mitte und bring jetzt das linke Knie für die Drehung nach rechts, richte den Blick entgegengesetzt. Öffne den Arm, bring Energie, bring Prana, den linken Arm entlang, bis an die Fingerspitzen deiner linken Hand. Dann dreh zurück mit der nächsten Einatmung in die Mitte und dann zieh nochmal beide Knie zum Oberkörper und schaukel links, rechts und schaukel ruhig ein paar Mal nochmal vor und zurück. Und dann komm zum Liegen. Auf dem Rücken. Wenn du zu Hause praktizierst, kannst du auch länger halten. Wir halten jetzt heute ungefähr 3 Atemzüge. Du kannst 5 Atemzüge halten oder 8 Atemzüge halten, wenn du für dich praktizierst. Dann komm zum Liegen auf dem Rücken. Urdhva Dhanurasana. Entweder du gehst in den Bogen oder so wie ich in die Brücke. Versuch mit den Fingerspitzen die Fersen zu greifen, dann hebt das Gesäß an, wander wirklich auf die Schultern, verschränkt die Finger unter dem Rücken und dann schiebt das Becken nach oben, weite deinen Herzraum und als würdest du die Füße nach vorne schieben, bringst du so das Becken noch ein Stückchen höher, 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 die Knie nach vorne und dein Herzraum weitet sich. Du stehst auf den Schultern, auf den Unterarmen. Schieb wirklich die Unterarme in den Boden. Kein Druck im Nacken. Der Atem ist lang und tief. Nochmal einatmen hier, füll dich ganz. 2, 3, 4 und ausatmen, löst die Haltung langsam, Wirbel für Wirbel. Leg das Becken wieder am Boden ab,
Bring die Knie zueinander, lass die Knie zusammenfallen. Und dann zieh die Knie nochmal zum Oberkörper. Für die nächste Übung, Salambasana Sangasana, der Schulterstand. Komm entweder gleich gemeinsam mit mir in den Schulterstand. Alternativ nimmst du ein Kissen und legst es unter den unteren Rücken und hebst hier einfach nur die Füße, die Beine an. Für den Schulterstand hebt das Becken an. Wir machen nur den halben Schulterstand und dann schau wirklich, dass du auf den Schultern und auf den Unterarm stehst. Kein Druck im Nacken. Und dann bilden Nasenspitze und große Zehen ungefähr eine Linie. Und dann bleib hier in diesen abschließenden Übungen ungefähr, wenn du zu Hause praktizierst, 10 bis 15 Atemzüge. Wir bleiben noch 3. Atme tief ein. 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4. Letztes Mal ein. Ausatmen. Wenn du weitergehen willst, bring für Halasana jetzt die Füße hinter den Kopf. Atme lang und tief ein und aus. Greif wieder den unteren Rücken und dann bring die Knie zum Oberkörper und roll langsam Wirbel für Wirbel zurück. Streck die Beine nochmal aus. Für Marichasana, den Fisch, bring die Hände unter das Gesäß und dann komm, schieb das Brustbein nach oben, komm auf die Unterarme und dann, wenn du kannst, bring die Kopfkrone zurück Richtung Boden. Wir gleichen jede extreme Bewegung in die eine Richtung aus mit einer Bewegung in die Gegenrichtung. Atme hier nochmal in die Weite deines Herzens ein und aus. Und ein und aus. Letztes Mal ein. Ausatmen. Löst die Haltung, löst die Hände, bring die Knie zum Oberkörper. Dann schaukel nochmal hin und her, links, rechts und vor und zurück, sodass du dich ins Sitzen schwingen kannst. Dann, wenn du magst, nimm dir ein Kissen oder Block, komm nochmal in die einfache Haltung für eine kurze Atemmeditation. Wenn du in Padmasana, im Lotus sitzen kannst, dann auch das gerne. Bring jetzt die Hände wieder ins Girnmudra, Daumen und Zeigefinger zusammen und leg jetzt die Handrücken auf die Oberschenkel. Die Handflächen zeigen nach oben für Energie, für Erhebung. Und dann schließ die Augen. Bring den Fokus auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Beobachte nochmal für einen Augenblick, wie sitzt du jetzt hier? Spür dich hier am Boden sitzen. Die Verschränkung der Beine, spür deine Sitzknochen, spür die Länge deiner Wirbelsäule.
beobachte alle Bewegungen des Geistes, beobachte alle Empfindungen auf deiner Stirn. Und dann bring deine Aufmerksamkeit auf den Fluss deines Atems. Einatmen. Beobachte, wie sich der Brustkorb weitet. Halt den Atem kurz inne und aus. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Weiter so. Beobachte, wie sich dein Brustkorb weitet mit der Einatmung. Und dann mach dich ganz leer mit der Ausatmung. Und wenn dein Geist wandert, kehr immer wieder zurück zum Fluss deines Atems. Beobachte, wie sich dein Brustkorb ausdehnt, ein und du ganz still wirst, aus. Ein aus. Ein aus. Ein und aus. Reib die Handflächen wieder aneinander. Lass die Augen geschlossen, bring die Hände ans Brustbein, atme ein durch die Nase für ein gemeinsames Om. Atme aus, bring die Daumen auf die Stirn für friedliche Gedanken, bring die Daumen auf die Lippen für liebevolle Worte und bring die Daumen ans Brustbein für Licht und Liebe im Herzen. Und lass den Kopf nochmal sinken. Namaste. Namaste, Satnam. Bis ganz bald. Tschüss.